Ahoi ihr Lieben, herzlich willkommen aus einer, nicht meiner, Balkonkabine auf der Hanseatic Nature. Wir haben uns gedacht, Mensch, es war hier noch eine frei, nämlich Kabine 618, da muss ich gar nicht meine nehmen, aber die ist wirklich komplett identisch zu der Kabine, in der ich nämlich war, nämlich Kabine 636. Und ja, ich kann eins schon mal vorweg schicken, es ist sicherlich einer der besten, durchdachtesten und schönsten Balkonkabinen, die ich jemals auf einem Kreuzfahrtschiff gesehen habe. Ja, also das schon mal vorweg geschickt. Und ja, was diese Kabine so im Detail zu bieten hat, das gucken wir uns jetzt mal an. Legen wir auch direkt mal draußen los auf dem Balkon. Ja, ich habe diesen Stuhl hier mal etwas zurückgestellt, dass man mal sehen kann, wie weit kann man den nach hinten kippen. Man hat dort ja Auflagen hier, die wirklich sehr hochwertig wirken. Das Ganze ist aus Holz auch. Dazu gibt es auch einen Tisch, was natürlich dann besonders schön ist, denn es gibt ein sehr umfangreiches Sortiment hier vom Room Service, sei es an Frühstück oder warmen Speisen oder Snacks. Gucken wir uns, denke ich, gleich auch noch an. Ja, so würde das dann aussehen, wenn man es nicht zurückstellt. Ja, ich habe hier dann so einmal ja Metallstangen, ja, also jetzt nicht eine Glasfront oder gar komplett Metallfront, so dass man da gut durchgucken kann, durchfotografieren kann, so. Ja, man sieht natürlich, das ist ja jetzt kein Schiff für Kleinstkinder, ne? Das ist völlig klar. Aber für Erwachsene natürlich völlig unproblematisch. So, wir sehen, da ist die offene Brückennock. Ja, und gut. Ach so, ja, das Ganze hier, die chilenische Fjordwelt. Auch für mich mal eine ganz besondere Reise, weil ich hier ja noch nicht war. Ja, ach so, hier nochmal der Boden. Sicherlich auch nochmal bemerkenswert hier. Aus Holz, ja, also das ist sicherlich schon auch tendenziell eher ungewöhnlich. Ja, gehen wir mal nach drinnen, ja. Hier haben wir einmal ein Sofa mit einer Leselampe und apropos Lampe, wo man hier wirklich Wert drauf gelegt hat, ist das Lichtkonzept dieser Kabine. Ich habe also unendlich 1 Million Möglichkeiten wahrscheinlich, hier das Licht einzustellen. Und es war halt wichtig, den Designern oder den Auftraggebern, in dem Fall Hapag-Lloyd, dass man keine Spots hat, kein Licht von oben, sondern dass man eher so indirekte Lichtquellen hat. Und das macht das Ganze wirklich ausgesprochen angenehm. Ja, das Sofa haben wir einmal hier. Ja, und hier sehen wir so ein bisschen das Setup sozusagen, das man bekommt, wenn man die Kabine bezieht. Man kriegt eine kleine Flasche Champagner. Ist ein neuer Hersteller hier. Sonst hatte man immer den, wo ich gar nicht wusste, wie man ihn ausspricht. Jetzt hat man Jacquard. Müsste eigentlich richtig ausgesprochen sein hier. Jacquard. Nee, Duvalle Roy oder was hatte man immer. So, dann gibt es hier so ein paar Snacks. Da war man heute, Fun Fact, am Rande in großer Aufregung, weil wir wollten das hier für den Dreh nochmal so aufbauen. Diese Kekse, die da oben reinkommen, das sind eigentlich herzhafte Kekse, die werden frisch gebacken für die Anreise. Jetzt ist heute keine Anreise, hatten sie natürlich die richtigen Kekse nicht. Aber man sieht hier schon, mit welcher Professionalität man auch solchen Anfragen hier begegnet. Ne? Also, ja, da hat man sich dann schon große Sorgen gemacht. Das sind hier andere Kekse, die sind auch selber gebacken. Also, ja, Essen sowieso fantastisch hier an Bord, gar keine Frage. Dann ist hier eine kleine Karte, was ich super finde. Da steht dann, wenn Sie frisches Obst brauchen, sagen Sie uns Bescheid, bekommen Sie. Weil ich finde nichts, sorry, dämlicher als immer diese Obstkörbe, die ich dann da immer auf die Kabine bestellt bekomme, hier und da. Und ich gehöre zu den Leuten, ich esse auf der Kabine kein Obst, weil es gibt genug zu essen. Ja? Deswegen finde ich sowas total sinnvoll. So, gucken wir mal so ein bisschen in die Richtung. Ich glaube, das wird schon mal ein Video, das wird sehr lang, glaube ich, weil es wirklich sehr viel zu zeigen gibt. Es ist durchaus auch so ein bisschen inspiriert, sicherlich ja von den Kabinen der Europa 2. Das ja ist ja bislang das Flaggschiff so gewesen in der Flotte von Hapag-Lloyd, wobei man natürlich unterscheiden muss, hier haben wir es mit einem Expeditionsschiff zu tun. Das andere ist natürlich klassische Luxusjacht, wenn man so will. Insofern kann man es eigentlich nicht so recht vergleichen, aber ich denke, man hat hier versucht, so ja diesen hohen Standard der Kabinen der Europa 2 auch hier auf dieses Schiff zu transportieren. Was sich insofern äußert, als dass ich hier einmal eine Nespresso-Maschine habe, das ist natürlich eine super Geschichte, Kaffeemaschine auf der Kabine, muss ich sagen, ist für mich etwas, ja, mit das Wichtigste. Ja, und oh, guck mal, wie das hier alles so durchdacht ist, hier zum Rausziehen mit den Gläsern, das ist schon alles sehr gut. Oder auch hier. Ich glaube aber, das ist auch nötig, denn wir haben durchaus auch mal erlebt auf dieser Reise, es war teilweise auch schon mal sehr schaukelig. Über 12 Stunden oder so. Da ist es, glaube ich, wichtig, dass nichts rausfallen kann. So Teller oder so sind auch da.
Was haben wir hier noch? Ach ja, der Aschenbecher. Dann Flaschenöffner, solche Dinge. Was haben wir hier noch? Ja, genau, Silberbesteck. Ach so, guck mal, alles durchdacht. Hier ist auch, ich habe gerade überlegt, wofür ist das? Soll das denn da sein? Das ist natürlich für die Champagnerflasche. Ja, wenn man die zumachen möchte, gar kein Problem. So, und gucken wir hier mal rein. Hier sind dann diverse Kapseln von zwei verschiedenen Herstellern. Einmal klassisch von Nespresso und dann von einem alternativen Hersteller. Ich vermute, das sind etwas umweltverträgliche Materialien als hier nun diese Alu-Variante. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Zucker und so weiter, alles da. So. Ja, also das Ganze hier wieder zugemacht. So öffnet man übrigens auch die ganzen Schränke, ne, wie hier. Also auch hier zum Beispiel, kann man mal gucken. Ein bisschen Stauraum schon, ja, wenn man irgendwelche hohen Dinge mitgebracht hat, könnte man die da reinpacken oder irgendwas anderes natürlich. Auch muss nicht zwingend hoch sein. So, die Minibar, auch eher Kategorie ungewöhnlich, weil ich kann da nichts an der Seite irgendwie was aufmachen, aufklappen oder so, sondern man hat sich so überlegt, hallo, warum könnte man das nicht so machen wie bei einem Backofen oder so, dass man es rauszieht. Da ist hier an der Seite ein kleiner Hebel, den drückt man. So, und dann habe ich hier die ganzen Getränke. Ja, was ich gut finde, dass man hier bekommt Wasser, was hier irgendwie, ich denke, an Bord gefiltert wird oder was, ja, was man dann trinken kann. Es gibt auch noch für die Leute, die irgendwie ein Mineralwasser wollen, gibt es dann auch noch in Flaschen. Minibar bei Hapag-Lloyd kostenlos, das ist in den Reisepreisen einfach mit einkalkuliert. Ansonsten ja Getränke an Bord gegen Geld. Ja, Bionade, was haben wir hier noch? Also ja, Rhabarberschorle, müsst ihr auch mal probieren. Jetzt bin ich schon hier 4 Nächte da, hab noch nicht die Rhabarberschorle. Rhabarberschorle probiert. Ihr ahnt ja, was ich immer trinke, dieses Scheißzeug hier. Aber gut, Entschuldigung, sagt man nicht. Aber es ist zwischen mir und diesem, naja, ist eine Hassliebe. Ich komme nicht ganz ohne aus, nicht ganz. Also stellenweise. Gut, so, hier sehen wir wieder. Also sinnvollerweise auch der Spiegel beleuchtet, ne? Weil das ist ja immer gut, wenn man in den Spiegel guckt, dann da auch eine Lichtquelle zu haben. Dann befinden wir uns sicherlich, ja, in der Balkonkabine auf dem Weltmarkt, die mit die meisten Steckdosen hat. Die sind dann hier verborgen hinter Klappen. Europäisch. USB, amerikanisch oder international oder was. Ja, also das ist schon mal gut. Hier schon mal eine ganze Menge, aber das sind eben nicht die einzigen. Kommen wir dann später noch dazu. So, hier gibt es dann, wenn man anreist, so Hüllen für die Bordkarte. Ja, so, hier ist dann das die ganzen Informationen drin, was man alles noch bestellen kann an irgendwelchen zusätzlichen Dingen für die Kabine, sei es ein Nähset oder so. Und hier habe ich dann die Möglichkeit, mein Frühstück zu bestellen. Da gibt es so fertig konfektionierte, schnelles Frühstück, kleines Frühstück, großes Frühstück, vitales, Nature, Gourmet-Frühstück, so. Habe ich noch nicht gemacht, man kann eine Servierzeit angeben, die ist offenbar völlig beliebig. Also ich könnte auch wahrscheinlich sagen 12 Uhr. Denke ich überhaupt gar kein Problem. Kann hier noch sagen, Eierspeisen dazu, Kaffee, Orangensaft oder so in der Art. Ja, bis 4 Uhr sollte man das Ganze rausgehangen haben. Rausgehängt haben. So, und ja, hier ist irgendwo noch die, aber wo? Hier ist irgendwo noch die Room-Service-Karte. Na gut, wenn ich jetzt auf die Schnelle nicht finde. Man kann ein Club-Sandwich bestellen, man kann ein Wiener Schnitzel bestellen. Man kann Dessert, Kuchen oder was bestellen. So, also wie sich das gehört. Das ist hier alles drin. Das würde man dann per Telefon bestellen. Das ja, ist alles unkompliziert. So, hier haben wir ein Telefon. Habe ich jetzt die ganze Reise noch nicht benutzt, tatsächlich. Aber wie das immer so ist. So, dann hier Ferngläser von Swarovski Optik. So, hier sind auch nochmal Stauraum. Auch hier sehr hübsch irgendwie durchdacht, ne? Dass man hier nochmal diese Fächer an der Seite hat, finde ich irgendwie so ganz nett. Und wenn wir hier schon mal weiter gucken, hier befinden sich einmal Nordic Walking Stöcke. Oder sind das Nordic Walking Swings oder Wanderstöcke oder was? Ist das beides das gleiche? Weiß ich nicht. Dann sind hier die Rettungswesten drin. Ja, so. Das wird also aufgelassen, wenn man anreist, damit man sehen kann, wo sind die Rettungswesten. Dann würde ich sagen, jetzt das flimmert ein bisschen, aber macht nichts. Also jetzt hier auf dem Fernseher natürlich nicht. Auch dieses Onboard-System, was Informationen angeht, ist wirklich richtig gut gemacht. Ja, also das kann ich mir auch im Internet auf meinem Gerät angucken, auf meinem Smartphone angucken, ohne Gebühr natürlich. Also wenn ich nun sagen will, so, okay, was gibt es heute Abend zum Essen? Im Restaurant Hanseatic, so klicke ich darauf,
Dann kommt hier das PDF sozusagen hier, das PDF von der Speisekarte. Richtig gut. Ja, also ich habe schon geguckt, hier Pasta al Tonno würde ich, glaube ich, heute Abend gerne essen mit Thunfisch, cremiger weißer Soße und Erbsen. So, also das, dieses System sicherlich mit so das Beste. Na gut, Musik wollen wir jetzt nicht anmachen. Was ich so je gesehen habe, denke, es ist so ein bisschen, ich könnte mir vorstellen, das hat die gleiche Firma programmiert wie bei TUI Cruises. Die haben eigentlich auch ein ziemlich gutes. Ja, aber ansonsten, ja, ist man da teilweise noch etwas zurück auf den Schiffen. So, das am Rande. Also dieses wunderbare System hat man. So, jetzt wieder weg von dem Geflimmer. Gucken wir mal, was wir noch alles noch nicht gesehen haben. Ja, diese Millionen Einstellungsmöglichkeiten des Lichtes bedeuten relativ viele Schalter oder so. Aber das Gute ist, im Gegensatz, ich glaube, bei der Europa 2 bin ich mal verzweifelt, weil ich das alles nicht ausbekommen habe. Aber hier hat man einen Hauptschalter, da geht alles aus. Hier hat man nochmal so Leselampen eingelassen. Dieses Modell scheinen irgendwie Innenarchitekten zu lieben. Ja, das habe ich jetzt schon so häufig gesehen hier, diese Lampe. Die würde ich dann hier anschalten. Genau, habe dann hier Leselicht. Ja, so, jetzt habe ich gesagt, die meisten Steckdosen der ganzen Branche. Also hier am Bett nochmal zweimal USB, europäische Steckdose. Wahnsinn. Also ich habe hier die Möglichkeit, 4 Sachen auf einer Seite, ja, also das ist schon irre. Da unten auch nochmal Stauraum, ja, achso, es wird so rausgezogen, oh ja, mit Spuckbeuteln, die man hoffentlich nie benutzt. So, hier wird der Schmuck abgelegt, habe ich ja mittlerweile gelernt. Ja, dieses Bett, ich habe sehr gut drauf geschlafen, es ist etwas weicher. Also das mag an dem Topper liegen. Wer das nicht mag, kann auch sagen, er möchte keinen Topper haben. Man kriegt hier standardmäßig Daunenware, ganz klassisch, kann die aber tauschen lassen gegen etwas anderes, weil es eben auch ein Kissenmenü gibt. Überhaupt gar kein Problem. Ja, was bin ich schon bei 12 Minuten? Sag mal, das ist doch nur ein Video über eine Balkonkabine. Na egal. Aber ich habe ja gesagt, gerade wenn man halt eine Woche oder ein paar Tage vielmehr schon drin wohnt, dann kann man auch ein bisschen mehr erzählen. Ne? Ist ja klar. So, hier wieder. 3 Steckdosen oder beziehungsweise ja 3 Klappen. Dann ein schnurloses Telefon. Ja, hat man hier auch nochmal. Also wie gesagt, allein mit den Steckdosen, dass man mal so viele hat. Also das ist hier das Schiff. Das ist die Kabine, die Balkonkabine mit den meisten Steckdosen. Überhaupt gar keine Frage. So, hier weiterer Platz. Da sind dann die Kataloge an der Seite. Ups, na gut, so. Ach. So, hier geht's auch nochmal auf. Ja, also wie gesagt, das Geheimnis ist, man drückt drauf, man muss da nicht irgendwie dran ziehen. Jetzt geht die nicht mehr zu hier. So, na, jetzt. So, da unten wahrscheinlich auch nochmal gucken, wenn wir hier in die Schränke rein. Ach, jetzt ist da oben wieder aufgegangen. Das ist der Vorführeffekt hier. So, 2 Bademäntel habe ich hier. Und da geht es dann nochmal tief nach hinten rein mit jeder Menge Bügel. Oh, da unten kann ich auch Dinge ablegen, abstellen, was auch immer. Da auch nochmal auf dieses Gitter. So, das ist die eine Geschichte, aber dann hier nochmal der Hauptteil, wenn man so will, des Schrankes. Ja, mit Fächern, wie ich es persönlich gerne habe, Schubladen auch. So, hier auch nochmal Schubladen. Hier befinden sich, guck mal, dann auch so Regenponchos für den Notfall, wenn man mal keine Regenjacke dabei hat oder so. Ne? Schuhbeutel sind das hier, genau, auch. So, hier ist die Preisliste für die Reinigung. Dann hier ein Schuhanhänger und eine Kleiderbürste. Schuhanhänger. Ein hängender Schuhanzieher sozusagen. Das wollte ich wahrscheinlich damit sagen. Und was haben wir hier unten noch? Ach so, ja, hier Flipflops. Auch wahlweise hier für den Nassbereich. Und dann hier, was sind denn das jetzt für Beutel? Nochmal weitere Beutel, egal. Also diese Kabine verfügt über so viele Details. Ja, man kann erzählen. Gut, das ist das. Ja, jetzt, ja gut, dieser Sinn dieses Vorhanges erschließt sich mir nicht so ganz. Ich könnte mir vorstellen, das ist vielleicht so ein bisschen, weil es kann ja mal passieren, dass irgendwie jemand reinplatzt, Housekeeping oder so, hat keiner geantwortet, keine Ahnung. Und dass man vielleicht doch dann noch ein bisschen Privatsphäre hat, indem man dann wenigstens diesen Vorhang zugemacht hat und die jetzt nicht da jetzt reinplatzt und dann gleich irgendwie ja alles sieht, was es hier zu sehen gibt, keine Ahnung. Also ja, das kann ich mir nur erklären. Ja, oh ja, hier hört man es ein bisschen rauschen. Weiß nicht, ob ihr es hört. Irgendwie da oben kommt irgendwie die Luft raus. Das ist so vom Rauschen her.
Ist nicht laut, also nicht falsch verstehen, aber habe ich schon sogar auf manchen Schiffen noch mal einen Tick leiser erlebt. Ja, also, aber das wäre jetzt Kritik auf ganz hohem Niveau. Ja, hier ist dieses sehr komplexe, sagen wir es mal, ich würde es nicht kompliziert nennen, aber dieses sehr komplexe System, um das Licht zu steuern, um das Klima zu steuern. Also hier sind wir jetzt auf relativ kühl. Ja, das kann ich hier also einstellen. Und hier, oh, jetzt kommt eine Durchsage. Liebe Gäste, entschuldigen Sie noch einmal die Störung beim Mittagessen oder in der Vorbereitung für Ihren Ausflug. So, Durchsage vorbei. Hier habe ich also die Möglichkeit, relativ viele Einstellungen vorzunehmen. Hier auch, na, warum geht es jetzt nicht? Simple und Advanced. Also kann die Lichttemperatur sogar, ne? Also wenn ich nun sage, mal gucken, ob das hier so über die Kamera gut rüberkommt. Jetzt ist es ein relativ kaltes Weiß. Wenn ich aber nun sage, ich will ein warmes Weiß haben. Ah, konnte man sehen, ne? Sehr kaltes Weiß, warmes Weiß. Also kann ich auch sagen, noch viel heller. So, warm und, wie ist es jetzt, warm und hell, genau. Oder aber kalt und hell. Ja, geht also alles. Ja, das kann ich hier nun alles einstellen. Also das ist ja sicherlich eines der umfangreichsten Systeme. Balkonlicht kann ich einschalten. Do not disturb, also bitte nicht stören und reinigen Sie bitte meinen Raum. Das geht auch alles. So, ja, hier habe ich Kleiderhaken. Blub. Kann ich meinen Anorak oder was auch immer ranhängen. Hier ist nochmal ein großer Spiegel, auch wieder mit Lampen. Ja, dann die Frage ist hier, was sind das denn hier für Westen? Das sind die Zodiac-Westen. Ja, wenn man mit dem Zodiacs fährt, dann nimmt man da eine mit. Und ich habe hier einen Rucksack, den ich auch mitnehmen kann nach Hause. Ja, der auch schön wasserdicht ist, weil man da irgendwie so einen Schutznummer drin hat, den man dann darüber machen kann. Sehr gut. Und einen Baumwollbeutel. So, ja, was ist auch so? Ja, hier vorne gibt es auch nochmal einen Hauptschalter für das ganze Licht, auch praktisch. Ich muss hier jetzt keine Karte oder so reinstecken, das hat man jetzt hier im Luxussegment nicht gemacht. Schauen wir mal ins Bad. Das Bad ist soweit auch ganz wunderbar. Ja, mit Design-Features, also da hat man hier den verrücktesten Wasserhahn, den man gefunden hat, hat man hier eingebaut. Und ist ja die Frage, wie kriegt man es an? Also man dreht hier und dreht hier, tut sich nichts, aber man dreht hier unten. Warum? Ja, achso, sie hat eben was gesagt, es wird Wasser abgestellt. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen. Wie mache ich den jetzt aber aus? Ich hoffe, der ist jetzt aus, nicht, wenn sie das Wasser wieder anstalten und ich... Achso, oh, guck mal, jetzt kommt was. Na, So ist aus. Also so kann nichts passieren. Egal. Das ist ausgerüstet mit einem Wasserspar-Kopf oder was. Das ist aber ganz angenehm. Da kommt, finde ich, immer noch genug raus. Das ist nicht wie bei den Schiffen einer anderen Reederei, wo ich immer bemängle, dass da viel zu wenig Wasser rauskommt. Ja. So, das... Was ist das für Musik? Es ruft jemand an. Wer könnte denn da anrufen? Egal. So, Wasser haben wir. So, hier ist das Waschbecken ja auch so designermäßig geschwungen, wirklich sehr schick. Und hier drinnen setzt sich das auch fort mit Stauraum und Steckdosen. Ja, hier also zwei amerikanische internationale Modelle. Hier ist einmal der Kosmetikspiegel, der sich auch hier mit Licht anschalten lässt. So, hier sind zwei weitere Steckdosen. Ja, Platz, Platz, Platz. Hier hat man irgendwelche Dinge wie eine Nagelfeile. So, das hier sind Q-Tips und Kosmetikpads oder was. So. Hier ist es, hier hinten, die Body Lotion. Das gibt es mittlerweile alles hier in großen Flaschen. Die sind zwar aus Plastik, aber die sind irgendwie recycelbar oder was. Bioplastik, genau, 95% Bioplastik. Das klingt doch gut. Das sind große Flaschen. Ja, das ist ja wesentlich sinnvoller als diese kleinen Dinger. Und da hat man hier so eine eigene Kollektion hier an Bodylotion. Oder wenn wir jetzt hier gleich weiter gucken, ins Bad. Diese Wand ist übrigens beheizbar. Oh, sie ist auch gerade beheizt. Schön warm. Ja, also wenn man da irgendwie, Kleidung, die man aufhängen möchte oder so, kann man das natürlich einschalten. So, die Dusche, soweit wunderbar. Mit Regendusche auch hier, ja. Also die ist richtig ordentlich, die hat mir richtig gut gefallen. Also das wird dann hier eingeschaltet, hier oben wird die Regendusche bedient. Also wenn ich daran drehe, werde ich jetzt nass. Also lieber nicht. Hiermit wird der normale Duschkopf die eingeschaltet. Ja. Und hier für Duschgel und Haarshampoo
gilt das Gleiche. Das ist also auch in diesen großen Flaschen. Ja, und würde ich sagen, haben wir hier alles gesehen, ne? Toilette hier noch. Ja, das ist es auch im Bad gewesen. Also ihr seht, diese Kabine kann sich wirklich sehen lassen. Wenn ihr mal Angebote checken wollt mit der Hanseatic Nature, dann klickt auf den Link und lasst es mich mal wissen in den Kommentaren, wie haben euch denn die Features dieser Kabine gefallen? Würdet ihr mir zustimmen, dass es eine der besten der Welt ist, dann schreibt es in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!